So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Rubin. Ich guck direkt mal unser Team durch. Wow, wir haben 6 Pokémon, was ist denn jetzt kaputt? Und mein Trasler ist tot, what the, wer war das? Und es ist Level 15, ah, immerhin wurde es ein bisschen trainiert, okay. Mein Trasler, irgendjemand hat Stalüne gefangen, es ist mittlerweile ein Pudox. Jemand hat noch einen Kleinstein gefangen. Und das Schwalbini wurde seitdem, ich glaube, ich den Part beendet wurde, nicht mehr angefasst. Geil, und Morabla hat ein paar Level erreicht, gut. Ja, meine Pokémon sind immer noch die stärksten im Team, das freut mich. Items mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Warte, wie viel Tränke? 4, okay. Wurde scheinbar auch nicht mehr benutzt seit dem letzten Mal. Jetzt vernichten wir es einfach mit Aquaknarre. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht Lebensschuss gemacht habe. Ist mir auch vollkommen egal. Das ist Level 12. Ich bin gespannt, wo wir gleich rauskommen. Das erste Mal, dass ich in einem Kampf starte. Okay, hatten wir noch nie. Ein Volltreffer, yeah! Bam, in welcher Part ist das jetzt mittlerweile eigentlich? Ich glaube, es ist... Das Ding trägt einen EP-Teiler? Oder wurde es ausgewechselt? Müsste Part 10 sein. Kleinstein. Jetzt habe ich gar nicht hingeguckt, was im Kampf geschickt wird, verdammt. Wingull, okay. Ja, gut, da ist natürlich das super, was wir jetzt haben. Tackle, yay! Aquaknarre ist nicht sehr effektiv. Lebensschutz hat überhaupt keine Wirkung. Aber 2 Tackle sollten ausreichen. Die Pokémon sind ja so unterlevelt. Ich frage mich, warum die anderen so viel mit Morabel kämpfen. Also spätestens in... Wenn in den nächsten Parts irgendwie, die ich aufnehme, wo die Pokémon immer noch so auf diesem selben Niveau sind, wir sind in Gravipod am Anfang, okay. Dann werde ich, glaube ich, mal ein bisschen trainieren. Unser Schwalbini ist am Anfang. Okay. Der Schwalbini ist ja schon unser Trasler. Ja, lass die Schwalbini halt mal vorne. Haben die gegen Adi gekämpft hier? Hallo, hallo. Ihr auch? Ja. Bla, 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 bla. Ah, du noch nicht. Okay, schön. Ich bin durstig. Ich könnte im Strand jetzt etwas Sprudel kaufen. Oh, dann mach das doch, du hilfloses kleines Kind. Zickzack, es wird vom Planscher Günther in den Kampf geschickt. Level 14. Und das Schwalbini kann Stahlflügel, habe ich gerade gesehen. Episch. Wer war das denn jetzt schon wieder? Bestimmt, Markus. Bumm. Kriegen wir von Troy. Der im Stahlflügel ist ein bisschen stärker als Schnabel. Kriegt zwar keinen Step, aber ist generell stärker als Schnabel. Insofern... Haut das auch mehr rein! Bumm. Ja. Gut, Hust. Stolunior. What the fuck? Ja, ich will jetzt nicht mit Morabel kämpfen. Das ist schon so ein hohes Level. Die anderen können auch mal ein paar Kämpfe gebrauchen. Bums. Kopfnuss, ja. Vierfach, Attacke wird geviertelt. Und Stolunior schreckt zurück. Ist das geil? Hey! Ja. Irgendwas an dieser ROM stimmt doch nicht. Danke. Ja, wird geviertelt. Normale Attacke sind nicht effektiv auf Stahl-Pokémon und auf Gesteins-Pokémon. Deswegen hat das auch so wenig abgezogen. Grummel! Dann grummel du mal. Setz dich erstmal nach vorne. Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal zum Pokémon-Center. Ansammeln sieht aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Ich glaube, ich werde heute nicht besonders viel machen, Storymates. Ich gehe nämlich gleich mal ins Strandhaus und battle mich da. Und ich wette garantiert, dass die Zeit dann auch schon vorbei ist. Erzurill wird von Planscher den Kampf geschickt. Yay! Hallo! Manche Leute glauben, es ist ein Wasser-Pokémon, aber soweit ich weiß, ist es ein reines Normal-Pokémon. Wird erst mit Meryl zu einem Wasser-Pokémon. Und es kann Platscher. Scham, Scham ist nicht gut. Das senkt unseren Angriff stark. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mindestens 2 Kopfnüsse. Schreck zurück! Wunderbar! Boah, ist das viel langsam. Wenn sogar Stolunio schneller ist. Wir brauchen sogar 4. Hey, die Rückschreckattacken funktionieren. Und zwar jetzt auf den Gegner mal ausnahmsweise. 3 miteinander, what the fuck! Bin ich ja gar nicht gewohnt, solcher Folge. Azuril wurde besiegt! Yay! Das bringt fast gar nichts an Erfahrung. Noch ein Azuril. Ah, ich will das jetzt schnell hinter die Bühne bringen. Morabel, mach mal. Morabel, Morabel. Vielleicht. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich ja vielleicht schon ein kleines Kirlia. Und naja, ich hoffe, dass die anderen beiden ihre Pokémon mal trainieren. Denn ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Wenn die das aber nicht machen, werde ich das dennoch mal tun. Offscreen natürlich.
aber ich fühle mich dafür eigentlich nicht verantwortlich. Meine beiden Pokémon sind immer die stärksten im Team. Wie ist das gehört? Hallo, Team Magma. Ich habe gerade keinen Bock auf euch. Ich will ins Pokémon-Center und dann wieder runter zum Strand. Ich denke mal, Jan darf sich dann mit Team Magma rumschlagen. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Denn, wie gesagt, ich werde jetzt den Strand ausgehen und mich da ein bisschen kloppen. Ich denke, es wird heute nicht besonders viel passieren. Schwalbini trägt immer noch die Sinelbeere. Nein, wollte ich gar nicht gucken. Eben. Hm, jetzt wollte ich schon sagen, wir haben keine Sinelbeeren mehr. Sinelbeere zum Trassler, yay! Okay. Wunderbar. Und runter geht's. Hallo Team Magma. Ja, ja, wie gesagt, ich habe keine Lust, mit euch zu reden. Ich will mich am Strand lieber mit Kindern kloppen, die noch mit Schwimmreifen spielen. Hallo Opa. Das Wasser dieser Breiten ist sauber, aber ich sammle zusammen einen Zickzack den Müll auf dem Ufer auf verschmutztes Wasser zu regen, solange Flüsse klar aussehen, wir unsere Trinkwasser gewinnen. Verschmutztes Wasser bekommen, Schmutz wieder zurück, klar. Mhm. Hat jeden von uns jetzt voll interessiert. Schön, dass wir darüber geredet haben. Hallo. Jo, Trainer. Seid in Eile, müsst wieder fort. Müsst ihr wieder fort. Frischt euch doch von Papas Ort. Achso, das sollte ein Reim sein, ein Gedicht. Das sind nur 4 Stück? Okay, ich habe mehr erwartet. Dann kriegen wir die vielleicht noch down und können danach noch sogar mit Team Magma reden. Ich werde jetzt eingetragen, meine Pokémon sind aber halt bloß nicht los. Zeig mir gleich mal, wie er heult. Babam, bam, babam, bam, 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 bam. Wenn das so weitergeht, entwickelt sich mein Trasla hier schon bald. Okay, das habe ich vorhin schon gesagt. Aber es kann immer noch nichts Neues. Hurra! Ist vom Level her aber unser zweitstärkstes Pokémon. Bam, und haut auch nicht rein. Konfusion! Es kann natürlich auch sein, dass Kleinstein oder Scholunio nur gefangen worden sind für Stärke und Zertrümmerer und so ein Schmarrn. Ist mir eigentlich auch vollkommen Bums. Solange ich meine beiden guten Pokémon habe, ist das alles ganz legitim. Meryl! Ja, ja, mach die nur. Bam, 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 bam. Konfusion, 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 Konfusion. Guten Schlag. Senkt die Defense, aber du bist eh langsamer. Das heißt, du bist im nächsten Zug down. Und zwar genau jetzt. Stirb. So, die Hälfte der Zeit ist um. Und wir haben schon einige Kämpfe gemacht. Läuft eigentlich ganz gut, würde ich meinen. Bam, 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 bam. So. Ja, ich wollte eigentlich gerade von hinten erschrecken. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feuerreiche Kämpfe, aber stellen Trainer und Pokémon. Ist mir vollkommen egal, was er steht. Ich denke einfach meinen einzigen Dialog aus. Meinen eigenen Dialog aus. Ach, du bist eine Schönheit. Ich dachte, du wärst eine Göre. So schön bist du ja gar nicht. Goldini. Goldini, Goldini. Ist schneller als ich. Mach mal nass. Ich würde dich eh nicht mit Feuerattacken angreifen. Könnte ich nicht mal, wenn ich ein anderes Pokémon von uns dabei hätte, denn keins aus unserem Team kann Feuerattacken. Ach ja, ich mag Pokémon, die einfach keinen Bock haben anzugreifen und so damit beschäftigt sind, unsere Werte zu senken, dass sie den Angriff vollkommen vergessen und dann einfach sterben, bevor sie angegriffen haben. Oder auch nicht, verdammt. Na egal. Wir kriegen voll wenig EXP. Das tut so weh. Wow, das brachte mal einiges. Das war brandheiß. Yay. Das ist schön für dich. Tschüss. Hallo. Wenn du Lust auf einen heißen Kaffee hast, findest du keinen loderanen Trainer als mich. Ne? Wingal, das hatten wir eben schon auf Level 11 nur. Da setze ich doch vielleicht gleich mal das Schwalbini von Jan oder Markus ein. Ja, ich dürfte die Folgen jetzt gucken von denen, die nach meiner letzten aufgenommen wurden, aber konnte ich noch nicht, weil das hier wurde jetzt aufgenommen, während die hochgeladen haben. Noch bevor sie hochgeladen haben. Das heißt, ich habe keine Ahnung, immer noch nicht, von wem da das Schwalbini ist. Aber ich bleibe trotzdem bei meiner Vermutung, dass es von Dragolios ist. Wingal, tot. Mach hallo. Gut, perfekt. Schwalbini. Der Rest ist mir fast schon egal. Ja, aber wieso, stimmt ja, wieso eigentlich Kleinstein? Kleinstein muss nur für Stärke der Zertrümmerer da sein. Ich meine, wir können das nicht mehr entwickeln. Geowatz weiß, wie jeder, der blaue und rote Edition gespielt hat, jeder weiß, dass sich Geowatz erst entwickelt. Also von Geowatz zu Geowatz, wenn es getauscht wird. Und das können wir nicht machen. Das heißt, ich gehe einfach mal der Hoffnung nach, dass es wirklich nur ein VM-Opfer sein soll. Bäm! Schön gemacht, Schwalbini, von wem auch immer. Yay! Wow.
Oh, das schlägt immer so schnell auf. Das ist schön. Zack, gute Initiative. Wie man es gewohnt ist. Tentacha, bleib mal direkt draußen, Schwalbini. Könnte Trasla zwar schneller kaputt kriegen, aber du sollst auch ein bisschen stärker werden. Ich will ja nicht nur mit meinen eigenen Pokémon kämpfen, möchte auch von den anderen beiden was mitnehmen. Auch wenn ich zur Zeit sagen muss, ich bin nicht so zufrieden mit der Auswahl von denen. Mit Schwalbini bin ich ganz zufrieden, das ist ein cooles Flug-Pokémon. Außerdem ein Pokémon, was ich bitte für Fliegen haben. Und ich bin froh, dass die sich nicht Venigal gefangen haben, weil Pelipper hat eine vielfache Elektroschwäche. Außerdem ist es seltsam. Und ein Wasser-Pokémon haben wir schon. Gut gemacht, Schwalbini. Geile Arbeit. Wow, und doch, dann darf Trasler wieder, oder... Komm, wir nehmen Schwalbini. Ich weiß, es ist ein Wasser-Pokémon, ist mir aber vollkommen bums. Weil vielleicht überlebt das ja und greift einfach mit Giftstachel oder Superschall an. Ja, geil. Außerdem ist Stolune echt eine Kackwahl. Nicht nur, weil Stolos extrem viele Schwächen hat, sondern auch, weil Stolos... Ja, genau, mach hinne. Auch, weil Stolos extrem viel XP braucht zum Leveln. Oh! Nehme doch noch mehr Videozeit, vielleicht, du ekelhaftes Vieh. Und es kann nicht angreifen, weil Gift keine Wirkung auf Stahl hat und scheinbar keine Wasserattacke beherrscht. Ist ja auch ein geiles Tentacha. Kann wahrscheinlich noch Wickel oder so ein Rotz. Bums. Schön. Hui. Level 12. Bam, bam, bam. Spieler besiegt den Typen da. Das war ein heißer Kampf. Schon wieder. Warum sind alle Kämpfe hier heiß für die Leute? Wahrscheinlich, weil ich so ein heißer Typ bin. Ah, ich hätte gerade meine Pose sehen müssen. Nein, das will niemand. Du bist brandheiß. Schon wieder. Die Kämpfe gehen glühen geradezu. Du bist übrigens brandheiß. Ich bin mehr als zufrieden. Und brandheiß bin ich auch. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zur Dank schenke ich dir etwas brandheißes. Das sind 6 Flaschen Sprudel. Die sind übrigens brandheiß. Oh yeah. 6 brandheiße Sprudelflaschen halten. Ich werde jetzt brandheiß diesen Ort verlassen und brandheiß im Pokémon-Center rennen. Und dann eventuell doch noch brandheiß mit Team Magma kämpfen im brandheiß. Okay. Wie oft habe ich das Wort jetzt gesagt? Ist mir vollkommen egal. Pokémon-Center heilen. 12 Minuten schon. Mein Gott, wie schnell die Zeit im Pokémon vergeht. Ja, ja. Und sie will nichts. Unser Lied ist wieder unterbrochen. Wieso fange ich überhaupt an zu singen? Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hätten wir das auch geklärt. Bam, bam, bam. Ich sortiere mal ein bisschen unser Team. Ich nehme Kleinstein jetzt einfach mal nicht ernst. Kann das denn in der VM schon? Nö. Whatever. Na gut, ich setz mal Schwalbini nach vorne. Hi, ihr. Hey, du, hör auf zu drängen, wir stehen hier auch nicht an. Ach ja, wir müssen hier erst... Was, diese Menschenansammlung? Wir müssen hier erst zum... Ach, verdammt, nein, dahin nicht. Ich glaube, wir müssen erst zum Hafen. Der hier ist. Ich habe jetzt mit den Leuten nicht geredet, das soll jemand anders machen. Nee, Quatsch, wir müssen zum... Verzeihung, du suchst nach einem Schiff? Oh, da tust du mir aber leid. Die Fähre steht momentan leider nicht zur Verfügung. Ja, ja. Wo ist denn das, wo ich hin wollte? Da. Verpiss dich, Oma. Oder Opa. Oh, das war so sauber, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wenn es eine reiche Ernte gibt, gib es auch mal in einen Markt. So entsteht ein Wechsel in der Stadt. Ah, nein, verdammt. Nein. Okay, danke, tschüss. So, da rein. Und hier müssen wir, glaube ich, mit irgendwem brabbeln. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer das war. Bist du das? Hallo, ich bin Bodmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fährte zu konstruieren. Oh, da ist... Das sind Dämonbahnen? Ja, das ist er. Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsste etwas erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und um dir das Paket zu bringen? Alles klar, Ski. Ich bringe dir das Paket. So. Jetzt müssen die weg sein. Wunderbar. Und wir können hier rein. Mit der Stadt, mit den Leuten der Stadt. Ich habe heute so viel gekämpft. Jan kann das nicht mehr mit denen kämpfen. Viel Vergnügen. Oh yeah. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt diese Cutscene mache, dann darf... Och Mann. Der nächste wichtige Kampf darf schon wieder von Jan gemacht werden. Warum darf der alle wichtigen Kämpfe machen? Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja. Wenn du Bricks suchst, der bin ich. Oh mein Gott. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Ich habe eine Minute Zeit. Wartet, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Captain Briggs. Achso, was? Wer seid ihr? Wir sind Team Magma. Unser Boss will dieses Ding haben. Also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Ja, ich werde Jan wohl mal wieder in einem Kampf zurücklassen. Kennt er ja gar nicht von mir.
Eine Herausforderung von Team Magma Rüpel. Die sind so unwichtig, die haben noch nicht mal Namen und Level 15 Pokémon. Was ist denn bei euch kaputt, Leute? Ja, ja, das kommt davon, wenn man zu früh zu viele Pokémon besitzt. Ja, heul doch. Versteht ihr? Schnabel. Warum ich nicht Stahlflügel einsetze? Weil es ein Feuer-Pokémon ist, verdammt. Ach Gott, ey, Schwalbini. Ihr habt echt... Ah. Ja, komm, Trasler. So, Leute, und das war's auch schon. Ich muss hier Pause machen. Das war Pokémon Rubin von mir. Nächster Part bei Jesse66. Bis dann. Ciao.